Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute startet ein neuer Vlog, ein neuer Wochenvlog. Ich nehme euch diese Woche ein bisschen mit, denn es geht für mich nach Malaga und da möchte ich euch super gerne mit auf die Reise nehmen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir starten heute am 1. Mai und es werden Koffer gepackt. Da bin ich nicht gut drin. Deswegen müsst ihr mir helfen. Also ihr müsst quasi meine mentale Unterstützung hier sein. Das Outfit of the Day schreit ganz offensichtlich nicht, hey, wir machen einen Maigang, sondern hey, heute werden Koffer gepackt. Einfach ein chilliges Shirt von Zara ist das, dann eine Leggings, Hausschuhe. Yay. Nennt man das Dekompensation, wenn ich jetzt überlege, das Bett gerade neu zu beziehen? Ich sag mal so, der ist hübsch, aber ich kriege ihn hinten nicht zu und ich kann darin auch sicherlich nicht sitzen, denn das spannt jetzt schon. Wir könnten dieses Video auch nennen, passt Claudi nach ihrer Schwangerschaft noch in ihre Klamotten rein? Oh, yay. Bisschen wie Presswurst. Dieses Kleid liebe ich, aber ich kann es halt echt nur ohne BH tragen, weil hinten halt, ne? Aber es ist so schön. Eigentlich dürfte es jetzt erstmal soweit sein. Hier sind die Schuhe und Strumpfhosen und Hut und Tasche und so drin. Hier sind Klamotten und Beauty. Hier haben wir noch Sachen für, nehme ich mit, für die Übernachtung in Düsseldorf. Das ziehe ich Mittwochmorgen an. Ich habe sicherlich irgendwas vergessen, aber naja. Habe mein Bett neu bezogen, unser Bett neu bezogen. Und jetzt werde ich noch ein Video schneiden. Schatzi ist am Kochen. Ja, für mich ist die Dusche immer ein Ort der Inspiration und da kommen mir dann auch immer so Geistesblitze. Und ein Geistesblitz war gerade, okay, heute ist der 1. Mai, morgen ist der 2. Mai. Das heißt, nächste Woche Montag ist der 8. Mai. Ich muss meine Umsatzsteuervoranmeldung für dieses erste Quartal noch machen. Oh oh, das heißt, ich habe morgen oder vielleicht heute Abend ein bisschen was zu tun. Naja, wenigstens konnte ich heute so ein bisschen das noch genießen, dass ich mit Schatzi und Julius und Sammy noch ein bisschen was machen konnte. Ich habe Sammys Pfotenhaare noch geschnitten, das hatte ich nämlich noch mega vorgehabt. Das heißt, ich habe die PD und Money bei Sammy abgeschlossen, das hatte ich noch auf meiner To-Do-Liste. Ich muss noch ein Video schneiden, vielleicht zwei Videos, muss ich mal gucken, je nachdem, wie weit ich im Voraus das fertig haben möchte, damit ich dann auch quasi entspannt wegfliege und nicht irgendwie noch im Hinterkopf habe, oh je, ich muss noch Content schneiden, produzieren, wie auch immer. Produzieren habe ich schon durch, das habe ich am Wochenende schon fertig gemacht, aber das Schneiden halt, ne? Naja, vielleicht werde ich noch das ein oder andere schneiden, wenn wir so mal Wartezeit haben oder so. Aber ich mache mir jetzt auch keine großen Illusionen. Denn ich denke, dass
wir die ganze Zeit halt genau das machen werden, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, nämlich uns auszutauschen, zu quatschen, uns gegenseitig ja auch zu schulen. Ich habe letztes Jahr auf Corfu nämlich von den ganzen Instagram-Ladies, die mit dabei waren, so viele Einblicke bekommen, wie man auf Instagram halt besser Content machen kann, ne? Und das war super, super wichtig. Und genau, ja, und ich habe halt mein Wissen auch weitergegeben, was YouTube angeht, und wir haben uns generell ausgetauscht und so. Also das war, glaube ich, für alle, die so da waren, ja, halt auch wirklich eine Schulungsmaßnahme. Und wir haben auch super viele Informationen von Dalton bekommen zu den Produkten und so, weil es ist ja Arbeit, ne? Wir fahren jetzt ja schon dahin, um ein kleines bisschen Entspanntheit auch zu bekommen und alles auch in einer sehr schönen Kulisse erleben zu dürfen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir dort sind, um ja halt auch unserem Beruf nachzugehen, ne? Halt unter einem schönen Himmel. Der Himmel ist der gleiche. Unter einem, also ja, an einem schönen Ort, Mensch. Aber das ist halt das Positive, dass man das halt machen kann als Content Creator. Kannst du im Prinzip von überall aus arbeiten. Man muss halt immer nur seine Sachen mitnehmen. So, jetzt habe ich einmal meine Gesichtspflegeroutine in 3 Minuten durchgezogen. Das ist krass, ne? Es ist 8 Uhr und ich habe eigentlich gedacht, geilomat, ich gehe jetzt eher duschen, damit ich dann halt irgendwie noch so ein bisschen Zeit mit Schatzi auf der Couch verbringen kann. Also jetzt noch ein bisschen Kette geben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich saß gestern noch bis 12:30 am Laptop und habe ein Video geschnitten und habe dann heute Morgen auch einen Anruf von meiner Steuerberaterin bekommen, dass ich tatsächlich am besten morgen früh die Unterlagen vorbeibringen soll. Ja, ich kann in die Zukunft schauen. Krass. Mein Outfit of the Day. Draußen ist es ein bisschen abgekühlt, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal so ein chilliges Kleidchen angezogen, Leggings. Das ist einfach so eine Uniform fast schon. Also ich trage das ständig. Sammy schnüffelt. Ja, guten Morgen. Kaffee ist am Start, dementsprechend kann es losgehen. Ich habe jetzt die Sachen soweit fertig und kann sie aber leider jetzt nicht mehr zum Steuerberater bringen, weil die jetzt Feierabend haben. Es ist nämlich 5 Uhr. Ja, dann halt nicht. Dann werde ich das morgen früh oder morgen Nachmittag nochmal machen. Es ist jetzt, wie gesagt, 5 Uhr. Und das, was ich bislang gegessen habe, waren ein paar Kekse. Das ist nicht so viel, aber ich werde gleich noch einen kleinen Roadtrip machen. Und ich denke, da werde ich dann auch mal beim amerikanischen Schnellrestaurant meines Vertrauens anhalten. Dann schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist, dass ich mir jetzt noch mal einen Tag vor Abflug neue Schuhe kaufe. Ja, meine Mama hat geschrieben, Claudi, du weißt schon, dass du auch in Spanien noch Zahnbürsten kaufen kannst. Ja, aber Schuhe sind bei mir immer so eine Sache, ne? Ich bin ja so eine... Ich lebe auf großem Fuß, ich habe Größe 41 und da ist es gar nicht so leicht, Schuhe zu finden, die passen und mir gefallen. Das ist echt schwierig. Ja, und Schatzi hat jetzt endlich auch Feierabend gehabt und der passt dann auf Julius auf. Und ich gehe dann mal eben schnell bei Deichmann rein und nehme meines Rossmann. Vielleicht hüpfe ich da auch noch mal rein. Ich guck mal, ob ich meinem eigenen Drang widerstehen kann. Und ja, jetzt laufe ich hier durch irgendwelche Hinterhöfe, um dann gleich in die Fußgängerzone reinzukommen. Ah, herrlich. Großartig. So, es ist einfach super leer, was sehr, sehr angenehm ist. Das heißt, Shoppen kann beginnen. Und direkt bei Deichmann läuft. Eigentlich wollte ich tatsächlich noch einmal schnell zu Rossmann reinhüpfen, aber die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn Rossmann hat schon zu. Ja, wir sind hier nicht in einer großen Stadt. Leider schließen auch Geschäfte. Das ist echt traurig. Sondern es ist recht muckelig hier bei uns. Und deswegen, ja, leider kein Rossmann-Ausflug, aber das ist nicht schlimm. Denn ich habe eine große Ausbeute bei Deichmann gemacht. Da war Sale und da waren bequeme Schuhe und ja. Sodele, gestern war nur noch Arbeiten angesagt. Ich war ziemlich lange noch am Laptop. Ja, und habe die ganze Buchhaltung fertig gemacht. Jetzt gerade bin ich zum Steuerberater gefahren und habe sie dorthin gebracht. Und ja, so startet dann jetzt auch der Anreisetag mit meinem Outfit of the Day. Ja, das ist relativ bequem, ne? Einfach so ein Kleidchen, Leggings. Ja gut, ich werde andere Schuhe anziehen, aber
Ne, zu Hause habe ich auch Schuhe an. So gehört sich das auch. Ja, Schatzi hat jetzt Urlaub. Das heißt, da werden die sich einfach eine schöne Männerzeit hier machen. Der Koffer ist gepackt. Jetzt muss gleich nur noch die Handgepäckgeschichte gepackt werden. Das heißt, da kommt ja der Laptop auch noch mit rein. Die Schuhe habe ich mir gestern neu gekauft. Die sind so bequem. Das sind welche von Skechers. Und da habe ich dann einfach gesagt, dass ich die mitnehme und nicht die Schläppchen, die ich sonst geplant hatte. Jemand, und ich möchte hier eigentlich niemanden strafend angucken oder so, aber irgendwie liegt er am Ort des Geschehens, hat hier wohl gebuddelt. Yay. Ob du Fräuchen wohl vermissen wirst? Ja, Fräuchen wird dich auch vermissen, kleiner Mann. Dein Flauschi und dein Bauchi, deine Pfötchen. Ja, ja. Du Räuber, du kleiner süßer Räuber. Zwei weitere Videos sind geschnitten. Koffer ist gepackt, Auto ist gepackt. Jetzt kommt gleich die Melli zu mir und dann machen wir einen Roadtrip nach Düsseldorf. Sternenhimmel on fleek und hallo. Melli ist auch am Start. Ein bisschen dunkel. Hallo. Es geht los. Große Reise. Oh ja. Ich freue mich. Nach etwa 2 Stunden sehr entspannter Autofahrt sind Melli und ich hier angekommen in Düsseldorf. Das hier ist das Ibis Hotel. Und ja. Ist irgendwie jetzt kurz nach 5. Wir werden uns gleich noch einen Happen essen gehen. Wir waren hier letztes Jahr auch schon mal, als wir auch nach Korfu geflogen sind. Ich habe schon mal mich ein bisschen häuslich eingerichtet, Klamotten für morgen rausgehangen, Schlafklamotten aufs Bett gelegt, das Übliche, ne? Ein bisschen ankommen. Heute um 3 Uhr nachts werdet ihr wahrscheinlich auch eine sehr verschlafene Claudi sehen. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen, da werden wir dann nach Hause telefonieren. Ich hab so Schmacht, ey. Im Novotel wird uns hier ein wundervolles Buffet gereicht. Also im Prinzip nicht uns alleine. Es steht hier einfach und wir können uns bedienen. Und Leute, ich muss wirklich sagen, Spargel. Hatte ich dies Jahr noch gar nicht. Es ist einfach kulinarisch hier eine ganz andere Hausnummer. Und es ist großartig. Na toll, jemand hat heute sein Laptop-Ladekabel zu Hause stecken lassen. Stilecht mit den Fluchtwegen im Hintergrund. Grund. Outfit of the day. Leute, es ist 3.10 Uhr morgens. Aber naja, ich fahre jetzt ja nach Malaga. Ich fliege nach Malaga. Und da ist es vollkommen in Ordnung, wenn man früh aufsteht. Ich bin sehr sommerlich angezogen. Also man sieht mir definitiv an, dass ich, ja, darauf hoffe, dass es schönes Wetter geben wird. Jo, sportlich schick, ne? Dann werde ich jetzt gleich mal Melli einsammeln und dann geht's ab zum Flughafen. Okay, Leute, ich glaube, das brauche ich für zu Hause. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist der Seifenspender. Hier haben wir 4 Dinger, die von oben kommen. Jetzt will er nicht, ne? Es ist halt auch irgendwie eine kleine Zicke. Ich bin auch ein Vogel, ne? Und ich wedel hier rum und da ist der Sensor. Läuft, okay. Aber das ist Wahnsinn, oder? Ist das nicht Wahnsinn? Das ist Wahnsinn. Und da ist die wunderschöne Melli. Oh, ist sie nicht schön? Ja. Du bist ganz schön lieb. Lass uns rausgehen, Elektrofachmarkt suchen. Melli und ich waren erfolgreich und haben ein Ladekabel gefunden und konnten jetzt aufs Zimmer. Also Leute, ich weiß nicht, wie ich dieses Hotelzimmer anders beschreiben soll, als ein Traum wird wahr. Hier werdet ihr dann immer mein Outfit of the Day dann quasi sehen, was einfach, also, ne? Dann kommt man hier so rein. Und hier glaube ich irgendwie, oh, das ist auch noch eine Tür. Das ist Klo, stimmt, das hatte ich noch gar nicht gefunden. Hier ist die Toilette. Ja, okay. Ich dachte, das wäre ein Schrank. Okay, ja, denn, ja, dann hat man hier so eine Garderobe am Start. Das ist das Only You Hotel in Malaga. Da gucken wir gleich. Das hier ist dann das Bad. Natürlich, Leute. Wir haben hier die neue Maske am Start. Da bin ich auch ganz gespannt, die gleich tatsächlich direkt mal auszuprobieren. Ich brauche Feuchtigkeit. Definitiv, Leute. Das ist so lieb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir brauchen das. Es ist sehr, sehr warm hier. Ein bisschen was zum Abschminken. Ein bisschen was zum Pflegen. Dann hätte man hier auch noch die Möglichkeit zu duschen. Aber nö. Ich hau mich gleich. Aber sowas von in diese Badewanne. Da geht's rein. Wisst ihr, wie lange ich nicht mehr in der Badewanne war? Sehr lang. Und von dieser Badewanne kann ich theoretisch auch sogar hier nach draußen gucken. Und ist das Wahnsinn? Und aufs Bett? Das kann man auch zumachen, theoretisch. Aber wer will das schon? Und es ist der Wahnsinn, oder? Ich bin einfach geplättet
geplättet. Hier haben wir dann, was so die Tage gehen wird. Also wir sind jetzt hier und haben dann heute um 19.30 Uhr das Welcome Dinner. Und ja, damit wird das starten. Dann geht hier nachher, das muss ich mir gleich auch nochmal in Ruhe angucken, Leute. Das ist doch mal wunderschön. Die neuen High Concentrates. Hier haben wir auch nochmal den Code. Power Claudi gibt euch 25% Rabatt auf das komplette Sortiment und ab 100 Euro bekommt ihr auch noch eine Pink Splash Maske gratis mit dazu. Das ist auch cool, ne? Das ist nämlich die neue Maske. Dann haben wir hier die ganzen wundervollen High Concentrates, wozu ich euch ja auch das Video gedreht habe. Also Leute, ich bin hin und weg. Ich finde das so schön hier. Also wirklich so schön. Oh mein Gott, ich bin total geplättet und freue mich jetzt, meinen Koffer einfach mal auszupacken, hier so ein bisschen anzukommen und dann mir ein Bad zu genehmigen. Dalton, ihr seid echt großartig. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch gerade in die Gruppe schon vom Event einen kleinen Freudenschrei reingebracht. Ja. Das erste Abend-Outfit of the Day ist das Kleidchen, was ich auch auf der Glow letztes Jahr anhatte. Und ich habe verwendet als Begleiter den Triple Hyaluronic Booster, der gerade jetzt nicht scharf gestellt werden möchte. Ja, und da ging es mir einfach darum, dass ich einfach Feuchtigkeit haben wollte. Denn durch die Flugreise und so hat einfach mein Gesicht keine Feuchtigkeit in dem Sinne mehr gehabt. Und da musste ich nachlegen. Und beim Make-up habe ich ein bisschen aufgelegt und ich finde es irgendwie auch ganz schön. Das sind überwiegend Creme-Produkte, die ich als Base-Produkte verwendet habe. Auch das wieder so eine Sache, wenn man so eine Trockenpflaume ist, dann kommt das ganz gut, wenn man Creme, Bronzer, Blush, Highlighter verwendet. Die Mädels sind nun alle zusammen angekommen und ja, endlich sind alle vereint. Hat ein bisschen gedauert, aber die Münchner brauchten doch etwas länger als wir, aber dafür konnten die auch schlafen. Ich habe mir gedacht, jetzt mal so vorm Schlafen gehen, kann ich euch doch noch mal zeigen, welche Schminkprodukte ich eingepackt habe in meiner Tasche. Ja, mitgenommen habe ich hier wieder diese Crash Cosmetics Tasche. Die hatte ich, glaube ich, auch auf Corfu mit dabei. Die ist wirklich, wirklich super. Da habe ich meine Pflegeprodukte reingekriegt und auch meine Schminkprodukte. Wobei bei den Pflegeprodukten habe ich natürlich keine Gesichtspflege mitgenommen, außer meinen Kornbaum tatsächlich zum Abschminken. Ja, und hier habe ich dann mal meine dekorative Kosmetik, die wir uns anschauen können. Das werde ich jetzt auch hier verwenden und da kriege ich halt in einer halben Stunde ein Full Face. Ne? Und das finde ich ganz cool, weil dann konnte ich mir einfach ein paar Minuten länger in dieser Badewanne heute gönnen. Mega. Und habe dann ein bisschen Gesichtstelefonie mit Schatzi und Julius gemacht. Ein Traum. Julius hat sich kaputt gelacht, weil ich in dem Moment die neue Dalton-Gesichtsmaske auf hatte. Die Pink Splash Moisturizing Mask, die übrigens echt gut ist. Und jetzt geht's ins Bett. Ich bin wirklich müde. Erst abschminken. Abschminken super wichtig, Leute. Und dann Nachtpflege auftragen und dann in eine Pofe. Da. Bett. Rein da. Ich sehe schon so ein bisschen aus, als hätte ich mir einmal Wasser ins Gesicht geknallt, ne? Aber es musste sein. Ich hatte das Bedürfnis und dann habe ich einfach reingehauen und ich habe jetzt ja auch einfach die Möglichkeit gerade, ne? Nach dem Abschminken habe ich zuallererst das Comfort Clean Sensitive Skin Anti-Aging Gesichtswasser verwendet. Zur Regeneration habe ich mir eine Sleeping Beauty Ampulle gegönnt. Eine belebende Augencreme hat das Ganze dann auch nochmal ein bisschen, ja, auf ein anderes Level gekickt. Das ist die Q10 Energy Boost Augencreme. Richtig viel Feuchtigkeit und Pflege gibt mir die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Und als grünen Abschluss gab es dann einmal die Dalton Lippenpflege. Und jetzt kann ich auch wieder mein Wimpernserum verwenden, weil es Hormone beinhaltet. Das ist von Grande Lash, von Grande Cosmetics, das Grande Lash. Jetzt werde ich noch die Zähne putzen und dann, ich bin ehrlich, werde ich noch kurz ein Video schneiden. Ich weiß, es ist 23:30 und so, aber ich habe irgendwie ein Bedürfnis und deswegen mache ich das. Und dann geht es für mich in die Haier. Ins Bett. Und morgen um 7 klingelt der Wecker. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt hier einmal das Outfit of the Day. Das ist sportlich schick und
trotzdem sommerlich. Das High Concentrate of the Day, was mir ein bisschen Glow schenken soll. Ein bisschen ist gut, aber ich habe ja auch Sonnencreme drauf, das ist ja auch wichtig. Und hier haben wir dann den Plan des Tages. Jetzt geht's gleich erstmal frühstücken und dann werden wir ein bisschen durch die Gegend fahren und haben einiges vor, offensichtlich. Ich habe übrigens fantastisch in diesem Bett geschlafen. Oh mein Gott, ich hätte da jetzt noch echt Stunden weiter pennen können. Nowhere sind wir tatsächlich hier angekommen mit dem krassesten Busfahrer ever, der einfach, also eine Straße, die hätte ich mir nicht mal getraut, mit meinem Adam zu fahren. Man kann es nicht anders sagen. Und er ist es einfach mit dem Bus gefahren. Ja, und jetzt werden wir mal das Weingut begutachten und sehr wahrscheinlich auch nachher den Wein. Sommer 2023. Ich würde sagen, wir waren dabei. Ja. Oh, ich glaube, wir müssen den Anschluss zur Gruppe wieder aufnehmen.
Outfit of the Evening. Haare föhnen habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Die dürfen jetzt einfach mal Luft trocknen. Ansonsten habe ich mich in das kleine Schwarze geschmissen mit einer aufregenden Strumpfhose. Ich hoffe, ich werde diese Schuhe überleben. In der Regel bestellt man sich so eine schöne, feine, geile Paella und sie so, ne, ein Burger wäre auch ganz geil. Ja, Burger ist so nicht schlecht. Glow ist auf jeden Fall am Start. Ich habe jetzt meine Abendroutine durchgezogen und habe euch dazu einen Reel abgedreht oder einen Short oder beides. Ja, es ist 1.20 Uhr und ich haue mich jetzt in die Puffer, sowas von. Ich bin super müde. Es war ein schöner Tag, aber halt auch wirklich, es war viel los. Ihr kriegt sie immer mit. Und morgen freue ich mich auf den kommenden Tag. Das ist so ein richtiger Highlight-Tag. Oh mein Gott. Das High Concentrate der Nacht ist das Retinol-Serum. Das macht euch so eine schöne Haut. Ich meine, ne? Irgendwie müssen wir zusehen, dass wir dieses Gesicht so lange wie möglich fresh erhalten. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht jetzt gleich zum Frühstück und das hier ist mein Outfit of the Day. Noch habe ich mir hier einfach ein leichtes Pulli Ding drüber gezogen, aber ich habe jetzt eigentlich einen Top mit einem Rock und chilligen Schuhen. Hier haben wir das High Concentrate of the Day. Da habe ich mir das Niacinamid Serum genommen, einfach weil ich eine ebenmäßige Haut haben wollte. Ganz einfach. Und das ist unser Programm für heute. Ich bin ein bisschen spät dran, denn eigentlich treffen wir uns vor 2 Minuten unten in der Lobby und dann geht's zum Brunch. Und dann geht's weiter und weiter. Und vielleicht sehen wir heute Delfine, Leute. Nichts ahnend gehen wir zum Brunch die Straße entlang. Und dann sind wir hier. Das ist so witzig, Leute. Das ist einfach ein Cornflakes-Frühstückshimmel. Wenn ich meine Füße sehen kann, dann würde ich auch ins Wasser springen, ne? Freizeit und haben uns überlegt, dass wir zu dritt uns doch mal wieder hier auf die Reise begeben können. Kein was denn? Die Frau, ne? Wir waren so lange auf dem Boot heute. Ja, aber echt. Das ist ein eine großartige Geschichte. Meine Rübe muss zur Seite, da könnt ihr gleich dann mal gucken. Oh, guck mal.
Es ist hier so viel Liebe, ihr macht euch keine Vorstellung. Wir wollten in Allee Haupt gehen. Einfach mal so eine schöne kleine Gasse, wie man sie in Malaga findet. Mit wunderschönen Frauen. Ja, ja. Ich weiß, es ist großartig, mit so wundervollen Frauen unterwegs zu sein. Das ist natürlich hier moderne Kunst. Ich bin gerade geflasht. Ja, hier haben wir jetzt einmal das Outfit of the Evening. Da habe ich ein neues Kleidchen an. Das habe ich nämlich eben gekauft, als wir in dem Shop waren. Richtig cool. Schatzi hat das auch direkt freigegeben. Von hinten, Leute, ist das wirklich auch wahnsinnig krass. Ja, man sieht da so ein bisschen BH, ne? Aber das ist in Ordnung, finde ich. Für das Make-up muss ich mal so ein bisschen Richtung Licht gehen. Ist es halt, ja, relativ zurückhaltend mit der Jenny X Catrice Palette. Und ich fühle mich wohl. Mein Pferdeschwanz, auch das habe ich jetzt relativ selten. Auf Kette verzichte ich, weil ich so viel jetzt auch schon im Nacken habe. Das wird mir auf den Keks gehen. Und ich habe unten drunter unter meinem Make-up den Triple Ceramide Serum. Das Triple Ceramide Serum. Das ist zum einen super schön feuchtigkeitsspendend. Zum anderen repräsentiere ich das heute auch so ein bisschen, weil das somit mein liebstes High Concentrate ist. Und ich mag einfach, wie das meine Haut repariert, wie das meine Haut beruhigt und auch super als Make-up-Grundlage funktioniert tatsächlich. Da haben wir schon den ersten Teil der Gruppe gefunden. Das ist ja ein Farbenmeer, eine Farbenpracht hier. Ach, ihr Wundervollen. Wir haben gerade Abschied genommen voneinander. Und es war so schön hier. Eine wirklich schöne Zeit hier auf Malaga geht dann dementsprechend vorbei. Jetzt habe ich noch die letzte Nacht vor mir. Wir haben alle die letzte Nacht vor uns und sind ja auch noch nie fest. Was soll das denn? Und es war einfach mal wieder so schön. Einfach eine wunderschöne Stadt mit wunderschönen Frauen erleben zu dürfen. Eine wunderschöne Zeit und sich einfach auch auszutauschen und sehr kollegial miteinander zu sein, ist so wichtig, dass man halt nicht sich gegenseitig die Augen versucht auszustechen oder sonst irgendwas. Hier gab es irgendwie wirklich so viel Liebe und so viel Unterstützung. Ja, das fand ich einfach schön. Und Dalton hat uns einfach hier auch eine wunderschöne Zeit beschert, das kann man nicht anders sagen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass man eben diese Möglichkeit bekommt, an einem so wunderschönen Ort zu so wunderschönen Bedingungen einfach auch so wunderschöne Menschen zu treffen, um so wunderschöne Sachen zu lernen und zu erleben. Und deswegen bin ich dankbar gerade. Der Koffer ist ready. Das Handgepäck ist ready. Ja, Leute, es ist der Abreisetag und das ist mein Abreise-Outfit of the Day. Das ist einfach ein super entspanntes T-Shirt-Kleidchen, eine Leggings. Ja, zugegebenermaßen ist die Schuh-Socken-Kombi fragwürdig, aber es ist bequem und ich habe halt einfach ein bisschen Blasen an den Füßen. Ich bin müde. Es ist kurz vor 8. Aber ich werde gleich wunderschöne Frauen treffen. Dementsprechend ist das alles in Ordnung. Bis gleich! Melli und ich wollen noch ein bisschen zum Pool, einfach so ein bisschen noch die letzten Momente aufsaugen. Also für die Optik, ne? Wir haben jetzt eine Viertelstunde, ist aber dunkel, eine Viertelstunde, bis unser Taxi kommt. Und dann wollen wir noch so ein bisschen, 10 Minuten, oha, ein bisschen was genießen und die letzten Momente noch in uns aufsaugen. Ja, und dann haben wir noch ein paar Stunden zusammen zurückzufliegen. Oh, ich kann ja mir keine bessere Reisebegleitung wünschen. Ist so. Die ist süß.
Scheiße. Habe ich noch ein bisschen Wehmut in meinem Herzen, aber wir müssen nach unten, das Taxi kommt und dann geht's Richtung Heimat. Tschüss Sonne, bis später. Tja, da sind wir nur in den eigenen vier Wänden wieder angekommen. Wir hatten eine etwas verrückte Abreise, also wir sind um 9 Uhr gestartet mit dem Taxi am Hotel und letztendlich war ich um 6 Uhr, kurz nach 6, zu Hause. Bin einfach super glücklich, auch Julius noch gesehen zu haben, bevor er heute noch ins Bett gekommen ist. Und Schatzi hat eben auch zu mir gesagt, dass er es total schön findet, dass ich wieder da bin. Sammy hat sich sowieso gefreut, das war der Erste, der uns begrüßt hat, also Melli und mich. Melli hat ja quasi ihr Auto in meiner Garage geparkt in der Zeit, wo wir unterwegs waren. Wir haben so viele schöne Eindrücke gesammelt und das hat die liebe Laura auch ganz gut zusammengefasst, dass es nicht normal ist, dass man 15 wildfremde Mädels, also wir kannten uns jetzt ja schon teilweise von Corfu und so oder halt auch über Social Media, ne, in einen Sack packt oder beziehungsweise auf einen Haufen packt und alle verstehen sich. Und das ist tatsächlich bei uns ohne Witz sehr gut gelungen, ne? Also da wurde einfach sich konstruktiv ausgetauscht. Wir haben über alles Mögliche reden können und man hat sich einfach gefühlt, als wäre man mit Freunden unterwegs. Und wir haben auch immer wieder gesagt, es fühlt sich irgendwie an wie Klassenfahrt hier. Ich bin einfach mit sehr viel Dankbarkeit auch nach Hause geflogen. Und so wie für mich der Brand Trip ein absolutes Geschenk war, möchte ich euch natürlich auch ein Geschenk zurückgeben. Was ich machen kann, ist, dass ich euch einfach ein Produktpaket von den Sachen, die ich hier zu Hause habe, zusammenstellen kann. Da stelle ich euch einfach mal ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket zusammen und verlose das in diesem Video. Und alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da super gerne mal vorbei. Das war's dann jetzt hier auch von mir und dem Vlog. Also tatsächlich ist ja auch gleich der Sonntag schon rum. Das heißt, die Woche ist dann auch schon rum. Wenn ihr möchtet, denkt super gerne an meinen Code POWERCLAUDY für 25% Rabatt bis zum 14. Mai 2023. Da könnt ihr euch das ein oder andere Produkt vielleicht einfach mal nachshoppen. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Pflegevideos. Hier findest du meine Playlist mit den ganzen Vlogs. Hier unten verlinke ich dir ein Video zu den High Concentrates. Da gehe ich noch mal ein bisschen intensiver auf die einzelnen Produkte drauf ein. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!